Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu FIFA 18, der Trainerkarriere. Jawohl, wir werden in FIFA 18 direkt mal anstatten mit einer Trainerkarriere. Ich drück einfach mal drauf und lass mich überraschen. Und wir gehen in die dritte Liga. Jawohl, ist das geil. Ich freue mich mega drauf. Also das wird super. Und zu welcher Mannschaft gehen wir denn? Ja, das ist jetzt ein super Geheimnis. Da machen viele andere vielleicht auch. Aber ich mache es natürlich genauso. Wir gehen zu Hansa Rostock. Genau, wir spielen Hansa Rostock dritte Liga. Machen wir einfach, komm. So. Unser Vorname ist Peter, komm. Peter. So. Peter, Nachname Hans. Ist einfach der Peter Hans. Wer kennt den nicht? So, Peter Hans, Nationalität. Deutschland. Wie soll der aussehen? Der Peter Hans. Das ist der Peter Hans, du. Ja, komm. Das ist der Peter Hans. Alter, das ist der Peter Hans. So. Anzug. Ja, definitiv. Definitiv. Peter Hans hier, du. Weltklasse. Jawohl, natürlich. Halbzeit in 6 Minuten. Währung Euro. Stadion ist das Stade Munich. Okay, keine Ahnung. Alter. Genutzte Teams, aktuell runterladen. Genau. Europäische Wettbewerbe in der ersten Saison. Nope. Erstes Transfer Sommerfenster deaktivieren. Ja, einfach weiter. So. Wir spielen das Ganze hier auf dem PC, nur so als kleine Info. Und ja, Trainerkarriere, ich habe richtig Bock. Ich bin echt gespannt, was hier so abgehen wird. So, Saisonvorbereitung, Turniereinladung. Glückwunsch, Peter Hans. Hansa Rostock wurde zu einem Vorbereitungsturnier eingeladen. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Spieler kennenzulernen, mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren und das Team auf die Saison einzustimmen. Zu vergessen das Preisgeld für ein gutes Abschneiden. Ja. Machen wir. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, wo wir hingehen. Schaffen wir das hier? Schon, ne? Müssen wir eigentlich schaffen. Ja. Gehen wir einfach mal rein, das kriegt man am meisten Geld. Da müssen wir eigentlich schaffen. So, Breaking News, Kass. Hans will sich auf internationaler Bühne beweisen. Was ist hier? Breaking News? Achso, das ist nur so ein... So quasi wie so ein Intro. Cool. So, Zielüberblick. Deutscher Pokal. Runde der letzten 32 erreichen. Dritte Liga im Aufstiegsrennen dabei sein. Verpflichte mindestens einen Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Alles klar. Nachwuchs, bla bla bla, Finanzen, Erfolg. Okay, also wir wissen auf jeden Fall schon so grob, was wir machen müssen. Ich lasse mich jetzt einfach so ein bisschen überraschen. Wir haben hier eine Ratinganzahl von 80. Andere Ligen. Hier kann man in die Tabelle reingucken. Pipapo. Das ist jetzt dieser Cup eben. Training. Hier gibt es Training. Transferszentrale. Teamzentrale. Was gibt's da? Oder Teamzentrale. Ach so, das ist hier, genau. Die Form, die Attribute, Finanzen. Kann man hier so einen Überblick gewinnen. Was ist da mal der Transferzentrale? Ach so, ja, genau. Okay, das habe ich schon mal verstanden. Training. Können wir direkt mal ein Training machen? Wird das gehen? Ich kenne die Spieler noch nicht so gut.
So, wir haben jetzt hier mal ein kleines Training. Das lassen wir jetzt aber allerdings mal simulieren. Die Folge wird wahrscheinlich sowieso länger gehen, da es halt einfach die erste Folge ist und die erste Folge geht immer länger. Und ja, deswegen wird das wahrscheinlich sowieso ein bisschen länger sein. Wir spulen jetzt mal ganz kurz vor. Transferangebot für Marcel Zimmer. Ach du, nee. Nee, was muss ich jetzt hier machen? Erhaltene Angebote. Also das ist jetzt hier verhandeln, Angebot ablehnen. Nee, also ich lehne es auf jeden Fall direkt mal ab. Ich wollte jetzt nur gucken, was ich hier machen kann. Dann löschen wir die Mail. Denn ich will natürlich erstmal mir die Mannschaft hier angucken. Die Mannschaft ein bisschen kennenlernen, bla bla bla. So, wir gucken einfach mal ganz kurz rein. Die Aufstellung sieht schon mal ganz cool aus. Was haben wir denn hier für Spieler? Der ist ja auf jeden Fall schon mal besser. Den lassen wir jetzt erstmal spielen. Weil, wie gesagt, ich muss mich da ein bisschen mir das ein bisschen angucken und gucken, mich darüber noch informieren, bla bla bla. Das machen wir alles noch. Ich wollte jetzt halt einfach mal so schnell wie möglich ein Video daraus ballern, weil ich darauf jetzt einfach Bock habe. Die tauschen wir auf jeden Fall. Am besten Torwart haben wir ja schon. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Wir ändern das dann schon noch. Hier, das ist alles gleich geblieben, das passt. Ich will direkt mal ins erste Spiel reinsteppen. Und mal gucken, wie sich die Mannschaft so spielen lässt. Und es wird vielleicht auch zwei Spiele geben. Mal gucken, wie ich das dann zusammenschneide. Aber ich schätze mal schon so pro Folge einfach zwei Spiele. Und wir starten einfach mal rein. So. Let's go, let's do this. Probieren wir es einfach mal aus. Wie sich die Mannschaft spielen lässt, wie mir das gefällt. Je nachdem kann man das dann halt noch variieren. Jawohl! Das war schon mal ganz gut. ...1:0... Hansa Rostock. Hier in dem Vorbereitungscup wird es keine Tormusiken geben. Das gibt es aber natürlich immer in der Liga, bla bla bla. Für die Heimmannschaft dann wahrscheinlich. Aber hier im Vorbereitungscup denke ich nicht, dass es Tormusiken geben wird. In echt halt auch nicht. Deswegen machen wir das auch nicht. Und da haben wir die nächste Chance. Und da gibt es Elfmeter. Da bekommen wir einen Elfmeter. Totenstille auf einmal. Alter, hier wurden wir umgehauen. Ja, das kennen wir ja schon. Die Zielanzeige machen wir aus und probieren es einfach mal. Und daneben was? Nein! Oh Gott! Was? Okay, sorry, das war jetzt nicht schön. Aber gut, das war mein erster Elfmeter. Krass, im ersten Spiel den ersten Elfmeter und direkt verschossen. Oh Mann, oh Mann. Halbzeit! 1:0 für uns. Nicht schlecht. Jawohl! ...2:0 in der 59. Minute.
Von Ali Batz. Er hat auch das 1-0 gemacht. Krass. Zwei Tore heute. Was ich auch ganz cool finde, ich weiß nicht, das habe ich gerade leider weggedrückt. Vielleicht sieht man das gleich nochmal, wenn ich jemanden auswechsle. Das, der wird richtig applaudiert. Also der, wenn der vom Platz geht, kriegt er einen richtigen Beifall. Das finde ich richtig nice. Oh! Super Tor! 3:0 Hansa Rostock. Oh, ganz, ganz stark. Ich wollte ihn da in die andere Lupfer, in die andere Ecke lupfen. So, hier hört man's. Alibas, oder wie auch immer man den ausspricht, geht vom Feld und es wird ordentlich applaudiert. Sehr nice, finde ich das. Und Tor! LOL. Das ging ja jetzt schnell. Ecke, zack, drin war das Ding. Nice one. 4:0. Also ich weiß ja nicht, ne? Also dritte Liga, Hansa Rostock. Ist ja jetzt nicht schlecht, ne? Aber 4:0, ich spiele auf Weltklasse. Das ist ja eigentlich schon komisch. Aber ich habe nichts dagegen. Es schmeckt so eine schöne, ein schöner Sieg hier. Direkt am Anfang unserer Karriere. Jawohl! Drittligist Hansa Rostock gewinnt mit 4:0. Gegen Lugano. Alles klar. Nice one. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start hier als Trainer. So, man landet jetzt hier wieder direkt in den E-Mails. Ich würde sagen, wir machen gleich nochmal ein tolles Spielchen. So, dann starten wir einfach mal ins nächste Spiel rein. Das ist jetzt hier so quasi so eine B-Mannschaft. Ja, wir probieren einfach mal diese Mannschaft aus und drücken auf Spielen. Jawohl! Null-Eins. Nach der Ecke hier. Wir machen wieder richtig Druck. Keeper kann ihn nicht halten. Julian Riedl. Jawohl! Null zu zwei mit einem schönen Schuss in die linke Ecke. Fair in der 43. Minute. Eins zu zwei.
Super gespielt. Kann man nichts sagen. Und eins muss ich sagen, als Fazit. Die Atmosphäre ist ja mal sowas von geil. Also das kommt echt krass gut rüber. Diese Atmosphäre hier in diesem Spiel. Auch in dem vorherigen war es echt nicht schlecht. Wahnsinn. 2 zu 2. Wir können den Ball hier nicht raushauen. Wir können nicht klären. Und bumm. 2 zu 2. Oh! Was? 3 zu 2. Die drehen hier tatsächlich das Spiel. Das ist ja der Wahnsinn. Mit einem Bombenschuss. Gar nicht mit gerechnet. Drehen die hier das Spiel. Jawohl! Jetzt geht's aber los hier. Siebener nochmal in der 90. Minute um 3 zu 3. Ende, aus, vorbei. Unentschieden. Krasses Spiel. Der FC St. Gallen hat hier das Spiel noch gedreht. Von einem 0 zu 2 zu einem 3 zu 2. Die B-Mannschaft hat sich also nicht schlecht gezeigt. Aber sie haben auf jeden Fall auch nicht beste Performance gezeigt. Schade. So, die zwei löschen wir mal ganz kurz. Sie haben sich nur bedankt, weil ich ihre Wünsche erfüllt habe. Und cool. Der Hammer. Zwei Spiele. Wir haben noch keins verloren. Noch ist nichts geplant, mein Freund. Das werden wir noch sehen. Ja, danke. Nee. Auch ablehnen. Also ich verkaufe jetzt erstmal noch nichts und kaufe auch noch nichts. Ich habe da noch ein bisschen Angst. Ich will noch ein bisschen warten. Wir gucken ganz kurz mal in die Tabelle rein. Wir haben durch das 4 zu 0 gegen Lugano haben wir die beste Tordifferenz und sind damit auf Platz 1. Also das 4 zu 0 war schon ganz gut. Ich hoffe, der FC St. Gallen, der spielt ja jetzt im nächsten Spiel wahrscheinlich auch wieder gegen Lugano. Ich hoffe, die hauen nicht dann noch ein höheres Ergebnis aus, weil wir wollen ja auf Platz 1 bleiben. Und im Rückspiel müssen wir, wenn es da überhaupt Rückspiele gibt, müssen wir den FC St. Gallen schlagen. Ich weiß gar nicht, ob es Rückspiele gibt oder nicht. Da fragst du mich jetzt bitte nicht. Hör, unsere Bewertung ist auf 79 runtergegangen. Warum das denn? Hä? Was habe ich denn falsch gemacht? Lol. Nee, tatsächlich nicht. Also, das ist jetzt das letzte Spiel. Also müssen wir hoffen, dass FC St. Gallen gegen Lugano nicht so hoch gewinnt. Und wir müssen hier gegen wen auch immer, FC Thun,
müssen wir ziemlich, ziemlich gut gewinnen. Gut, ich würde sagen, ich speichere jetzt meine Runde und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein, bis dahin, lasst mal eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes, feel like a title.